Prinz Harry, heftige Kritik, weitere Memoiren Lüge. Prinz Harry, 38, berichtet in seinen Memoiren Spare, DT, Reserve, von seiner Militärausbildung und beschreibt auch die vermeintlich waghalsigen Trainingseinheiten sehr genau. Nach der Veröffentlichung des Buches hat sich jedoch Harrys damaliger Ausbilder, Ex-Sergeant-Major Michael Bolay, zu Wort gemeldet. Viele Aussagen des Herzogs von Sussex seien ungenau und dramatisiert worden. Entsprechen nicht der Wahrheit, so Bolay gegenüber Mirror. Eine weitaus pikantere Geschichte war die von Harrys Entjungferung. Eine ältere Frau habe ihn hinter einem Pub verführt. Vor kurzem hat besagte Dame das sexuelle Erlebnis allerdings anders geschildert, dafür erntet der Mann von Herzogin Meghan, 41, jetzt Kritik. Ein unrühmlicher Vorfall mit einer älteren Frau. Sie mochte Pferde, sehr sogar. Und behandelte mich in etwa wie einen jungen Hengst. Ein kurzer Ritt, nachdem sie mir auf den Hintern klatschte und mich zum Grasen schickte. Zu vielen Dingen, die falsch daran waren, gehörte, es geschah auf einer Rasenfläche hinter einem belebten Pub. Soweit Harrys Ausführungen zu seinem ersten Mal. Damals sei der Prinz 17 Jahre alt gewesen. Jetzt brach Sascha Walpole, 40, ihr Schweigen, die als Pferdepflegerin auf dem Anwesen Highgrove in Gloucestershire gearbeitet habe. Gegenüber Daily Mail enthüllte sie, dass Harry an ihrem 19. Geburtstag den ersten Schritt gemacht hat. Er begann mich zu küssen, erinnerte sie sich. Es war leidenschaftlich, intensiv. Wir wussten es beide. Es ging ziemlich schnell von einem Guss auf den Boden über. Es war sofort, feurig, bum bum, zwischen zwei Freunden. Dementsprechend mutet die Formulierung einer älteren Frau übertrieben an. Immerhin waren beide Teenager. Außerdem scheint er nicht verführt worden zu sein. Er soll die Initiative ergriffen haben. Diese Widersprüchlichkeiten sorgen nun für Zündstoff. Warum kann er sich eigentlich an nichts richtig erinnern, fragt sich Eamon Holmes, GB News Journalist im Nachrichtensegment des Senders, und stellt Harrys kognitive Fähigkeiten in Frage. Weil er sich alles ausdenkt, so viele Ungenauigkeiten, wirft sein Kollege Andrew Pierce ein. Holmes pflichtet ihm bei und fügt hinzu, er hat einen Ghostwriter, der es für ihn schreibt. Er wurde darauf angesprochen, aber er sagte, das spielt keine Rolle. Gänzlich scheint sich Prinz Harry die genannten Anekdoten zwar nicht ausgedacht zu haben. Doch die öffentlichen Gegendarstellungen lassen zumindest die eine oder andere Ausschmückung seinerseits vermuten. Verwendete Quellen, Spare von Prinz Harry, Mirror Co. UK, Daily Mail Co. UK, Hnefs UK.